1981 kommt es zur Revolution in der Computertechnologie. Das Unternehmen IBM bringt mit dem IBM 5150 seinen ersten PC auf den Markt. Im Jahr 1990 wird im US-Bundesstaat South Dakota das bisher größte und am besten erhaltene Skelett eines Tyrannosaurus Rex ausgegraben. Der Urzeitriese trägt den Namen Sue und ist damit nach der Paläontologin Sue Hendrickson benannt, die den Dinosaurier entdeckt hat. Und das geschah in Österreich. Jackpot in Wien. 20 Quicktipps und ein Einsatz von nur 28 Euro reichen einem Wiener, um am 12. August 2015 einen Rekordsechser von 9.653.151,70 € einzustreichen. Gespielt wurde um einen Fünffach-Jackpot. Abgegeben wurden österreichweit 13 Millionen Tipps. Damit lagen die Chancen des glücklichen Gewinners auf den Jackpot bei 1 zu 650.000. Die anderen Mitspieler gingen demnach leider leer aus. Dabei glaubten sie alle, die richtige Strategie zu haben und hatten schon große Pläne, was sie mit dem Gewinn machen könnten. Wenn sowas ist, kaufe ich mir einen Quicktip. Es ist immer 7 dabei, weil es meine Lieblingszahl und sonst eigentlich, was mir gerade einfällt, welche Zahlen. Ganz unterschiedlich. Ich würde auf jeden Fall investieren in Immobilien oder so weiter, weil es doch ziemlich viel Geld ist. Und ich würde auf jeden Fall reisen, vor allem mal weiter weg, nicht nur in Europa, vielleicht Australien, Afrika. Schenk es meinen Sohn, den Enkel. Ja. Ich würde am Flughafen fahren und den erstbesten Flieger, der weit weg in die Sonne geht, buchen. Der Monat August scheint generell geeignet zu sein, um Lotto zu spielen. Am 15. August 2012 tippte eine Wienerin ebenfalls 6 Richtige und konnte sich über 9.437.000 € freuen. Seit der Gründung der österreichischen Lotterien GmbH im September 1986 spielen die Österreicher Lotto 6 aus 45. Den ersten Lotto-Sechser gab es bereits am 7. September 1986, also gleich im Jahr der Lotteriegründung. Ein Steirer gewann mit einem richtigen Tipp umgerechnet 475.000 €. Der Wiener Rekord-Jackpot von 2015 wird erst im November 2018 übertroffen, als ein Waldviertler als einziger alle 6 Zahlen richtig tippt und 14.926.157 € gewinnt. In 100-Euro-Scheinen entspreche das 152 Kilogramm oder einem 15 Meter hohen Geldturm. Auf dem 10-Euro teuren Quick-Tipp-Schein des Waldviertlers passt der 3. von 5 Tipps. Insgesamt werden landesweit 20 Millionen Tipps abgegeben. Sollte man tatsächlich einmal das große Los knacken, hat man genug Zeit, um den Gewinn zu verdauen. Der Lottoschein muss innerhalb von 3 Jahren eingelöst werden.